Oh mein Gott, und ich habe gerade so lange Intro aufgenommen und habe gemerkt, dass ich einfach gemutet war, Digga. Ich war einfach gemutet. Ladies and Gentlemen, Damen und Herren, ich begrüße euch zu diesem wunderbaren neuen YouTube-Video. Ja, Freunde, ich bin zurück. Okay, ich war eigentlich nie weg, aber ist egal. Ja, Freunde. Ihr seht's am Titel oder am Thumbnail oder whatever. Es gibt eine neue Folge Ome TV mit meiner wunderbaren neuen Kameraqualität. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Ich bin leider pleite gegangen durch dieses verdammt teure Objektiv. Deswegen würde ich es sehr bevorzugen, wenn ihr dieses Video 20.000 Daumen nach oben gibt, das Video an 10.000 Freunde teilt und am besten alle noch unten in meinen Donation-Link am besten alle 3.000 Euro donatet, weil dieses Objektiv hat 3 Millionen Dollar gekostet. Ich bin jetzt leider pleite, meine Freunde. Dennoch würde es mich freuen, wenn diesem ganzen Video eine positive Bewertung gibt, diesen wunderbaren qualitativ hochwertigen Kanal ein Abo gibt und eine Glocke gibt. Digga, was laber ich eigentlich gerade für eine Scheiße zusammen? Digga, es ist 12 Uhr, ich habe morgen Schule, Digga. Mein Schlafrhythmus ist im Arsch. Oha, Junge, deine Kamera. Digga, was hast du gemacht, Bruder? Warum? Ich bin der Führer. Kannst du mir deine Kamera schenken? Was, Bruder, warum, Digga? Warum? Jetzt erzähl, Bruder, bitte. Ich will es verstehen, nur bitte. Lass mich bitte mich in dich hineinversetzen, bitte. Schenk mir bitte deine Kamera. Ich will wissen, was es mit deinem komischen Schnauzer auf sich hat, Bruder. Ja, der ist echt. Der ist nicht komisch. Help me! Oh, okay, Bro. Okay, Bro. Halt's Maul, Bruder. Nein. Was läuft? Ich bin's, Ratat. Na, komm, Opa, na, komm schon. Nee, 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 Bruder. Muss nicht, wirklich nicht. Eieieiei. Was machst du um die Uhrzeit hier? Ich kenn dich. Scheiße, Mann, nein. Doch. Scheiße. Was passiert jetzt? Was? Muss ich mich auf irgendwas vorbereiten jetzt, oder? Nö. Okay. Woher kennst du mich denn? Von TikTok. Ja. Was machen wir da jetzt? Das ist eine gute Frage. Also, es gibt Option 1, du gibst mir dein Insta. Und es gibt Option 2, du gibst mir dein Insta. Welche von beiden Optionen nehmen wir? Ach, das weiß ich jetzt nicht. Du darfst ja aussuchen, 1 oder 2. Ich überlasse dir die Wahl. War das aber süß von dir. Dann nehme ich Option 1. Das ist sehr stark. Dann, the stage is yours. You can, es ist zu spät für eigentlich. Ich, was ist lieber? Was machst du sonst noch hier so? Ist langweilig. Und ich habe nichts anderes. Hast du morgen keine Schule? Doch, aber wir haben morgen einen Ausflug und... Wohin geht's? In eine Synagoge. Boah, weiß ich nicht, ob das so cool ist. Ja, nee. Das ist auch nicht ganz so geil. In welche Klasse gehst du? Neunte. Neunte, okay. Wallah, Krise! Es ist spät. Geh ins Bett. Geh schlafen. Streamst du oder so? Nein. Du hast echt gutes Cam, ne? Ein gutes Cam? Ja. Gutes Deutsch. Dankeschön. In welchem Bundesland kommst du? Das sag ich dir nicht. Bist du 13? Sag mir, dass du in welchem Bundesland kommst. Bitte, sag's mir einfach. Ich komme aus Sachsen. Wo aus welchem Bundesland kommst du? Kannst du raten? NRW? Ja. Also Leute, falls ihr nicht versteht, ne, was immer so lustig ist, wenn die Leute aus NRW kommen, wie bekanntlicherweise ist es halt so der Witz, dass die Leute aus NRW einfach alle dumm sind, weil das auch bewiesen ist, dass so der Bildungsschnitt oder so Dingens aus NRW so der niedrigste ist. Und immer wenn die Leute auf Ome TV gerade besonders geistig Dingens, die kommen immer aus NRW, das ist einfach so. Und das hat sich gerade mal bestätigt. Na, hör mal! Na, hör mal! Und jetzt, von wem kommt das, wenn du schon so ein Meme bringst? Von wem ist das? Wer hat das Original gebracht, mein Bester? Eine Frage, du hast eine echt gute Kamera. Digga, ich bin seit 5 Minuten hier nicht mal, Digga. Und jeder sagt, ich habe eine gute Kamera. Ist das wirklich so? Ist die wirklich so gut? Ja, man, ne, der Rest hinter dir ist halt verschwommen. So, die ist halt nur auf dich fokussiert, ne? Und man erkennt dich auch gut, so. Naja, so soll es sein. Was machst du so? Ich sitze hier und chill. Du chillst. Und hab mit meiner Freundin gerade Schluss gemacht. Also vor ein paar Minuten. Ah, Bruder, jetzt musst du erzählen. Was passiert, Bruder? Nichts, einfach die Entfernung kickt. Die Entfernung zur Fernbeziehung, oder was? 4 Stunden. Boah. Hey, wie habt ihr euch kennengelernt? Ja. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie haben wir uns gerade kennengelernt? Na, sag nicht über Ome TV, Bruder. Doch, Digga, das war so... Das war so, Digga, ich gehe hier rein und so ohne Planung, einfach so just for fun. Über Ome TV. Ist mir aufgefallen, Bruder, das, nee. Und dann wart ihr wie lange zusammen? 1 Monat, 9 Tage. Stark! Okay. Ja, ich weiß, das ist
nicht so. Aber bei mir halten Beziehungen nie lange. Ich bin. Wie viele Beziehung war das jetzt? Keine Ahnung, ich habe nicht mitgezählt. Also es sind einige so, aber sagen wir so, das war die längste. Okay, stark, das war die. Wie alt bist du? 16. Digga, wie viele Beziehungen hast du denn? Boah, du bist. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Du bist 16 und hast du. Ja, komm, scheiß drauf. Ja, aber über Omo TV, ja. Und ihr habt jetzt einfach so Schluss gemacht, weil die Entfernung reingekickt hat, so? Nee, ich so. Ja, weiß ich nicht. Passt doch nicht so. Passt doch nicht so. Habt ihr euch schon mal getroffen, so ein Real Life? Wann war das? Vor einer Woche. Stark. Nee, trotzdem mein Beileid, Bro. Wann kommt die nächste, Bruder? Schon Planung? Vielleicht nach dem nächsten Skip. Was machst du? Hör auf! Okay. Ja, mach ich auch immer. Mein Gott, Digga. Was ist denn falsch mit der Plattform, Junge? Ja. Hallo? Lumex! Was? Nee, Junge. Hallo? Bist du der Echte? Nee. Machst du ein Video? Mhm. Wirklich? Mhm. Oh, krass. Bin ich im Video? Vielleicht. Digga. Bist du wirklich der Echte? Weiß Name ich nicht. Name 1, 2, 3. 4, 5, 6. 23, ne? Echt, 23. Wie alt bist du? 23. Lässt du mal 23? Sag mir immer. Ich gucke immer seine Videos. Ja. Ich guck deine Videos, ne? Ey, Bruder, du siehst aus, als hättest du voll die kleine Nase. Passt den Finger in deine Nase. Passt den Finger in deine Nase rein, Bruder? Warum soll ich das testen? Probier einfach aus, Bruder. Nein! Nein! Oh mein Gott. Wir haben mit echt. Ey, guck deine Videos, ne? Mashallah. Du musst deinen Finger immer noch in die Nase reinstecken. Wenn du das machst, bin ich der Echte. Mach. Warum sollte ich? Mach erst so viel. Dann soll er machen. Dann mach er. Du musst deinen Freund machen. Was? Warum, Bruder? Ey, bist du Serbe? Nee, Bruder. Bist du YouTuber oder Streamer? Bist du ein Mädchen? Ja, gib mal Insta, Bruder. Komm schon. Dann rein in die DMs. Bist du ein Mädchen oder ein Junge? Du bist ein Mädchen, aber bist auf Testosteron oder wie das heißt? Genau. Ich hab noch einen Duden, Bruder. Heißt Deutschlandwitz? Komm vorbei. Ich hab mal eine Frage. Eventuell. Mhm. Warst du ehrlich, mein Mädchen, willst ein Junge werden? Nee, aber ich will dein. Bisschen überbelichtet. So ein bisschen. Ich weiß. Das ist. Sieht aus wie ein Engel. Ich bin ein Engel. Du bist ein Engel, das ist es. Hier. Ui. Aus welcher Galaxie wurdest du geschickt? Aus welcher Wolke? Tja, gute Frage, weiß ich nicht. Welche Ehre habe ich oder welchen Wunsch darf? Oh. Habe ich einen Wunsch jetzt frei? Habe ich jetzt einen Wunsch frei? Nee. Scheiße. Was mache ich dann mit dir jetzt? Sei mal ehrlich, was machen wir jetzt? Hallo, hört auf so laut zu reden, Mann. Alle in meinem Chor sind so laut. Ja, am besten einfach aus dem Discord rausschmeißen. Einfach alle raus damit. Ja, alle raus. Raus mit den Viechern. Was sagen die gerade so? Oh, scheiße, Mann. Safe, der eine im Discord hat so gesagt, skip ihn, der ist TikToker. Ich schwöre, wenn ich dich finde, schlägt dein scheiß Kopfkissen in die Sonne, dass es abends schon warm ist. Von beiden Seiten. Ching, Bro. Machst du so um diese Uhrzeit hier auf Ome? Keine Ahnung. Ich habe keine Freunde. Ich auch nicht. Bei mir Freunde sein? Auf jeden Fall. Nee, Mann, danke. Nein. Warte, jetzt mal so eine normale. Auf welche Bundesland kommst du eigentlich? Ich komme aus Sachsen. Und du? NRW. Ach, scheiß drauf. Noch eine andere Frage. Wie alt bist du? Ich bin 14. Und du? Ich bin 23. Wie willst du verarschen? Eigentlich niemanden. Aber. Du und 23! Dann ist Putti mein Vater! Das ist schon meiner, das ist eine Lüge. Ist leider schon 11:15. Ich glaube, ich muss dann auch schlafen, du.
Willst du mich loswerden? Willst du mich ernsthaft loswerden? Nee. Naja, ein bisschen nett, vielleicht. Nee, aber bis. Oha. Du musst mich noch überzeugen. Überzeug mich, dass ich dranbleib. Zeig jetzt mal. Stopp. Cut. Nein. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Wir lassen das. Hey, girl, what the hell, bro? Das klang ja gerade mies falsch. No sexual an der Stelle, man. Hast du ein scheiß Fass in deinem Zimmer stehen? Ich hab drei Fässer in meinem Zimmer stehen. Eins, zwei, drei. King, aber was mich absolut abfragen würde, dass du Fliesen in deinem Zimmer hast, das ist nicht cool. Das ist im Keller, weißt du? Achso, wenn, ja. du da hin kotzt oder so, dann kannst du aber leichter wegwischen. Ja, das wundert mich eher weniger, aber mich würde interessieren, warum hast du einen scheiß Blinker da stehen? Hast du den geklaut oder was? Hm? Zweimal sogar. Zum ersten Mal wurde ich erwischt. Alles geil, oder? Ja, was ist passiert, Bruder? Was haben die gemacht mit dir? Erzähl mal. Ja, ich musste auf die Wache, Eingriff mit dem Straßenverkehr und Diebstahl, das ist Staatseigentum, zwei Anzeigen. Und ich war halt Hacke, ich war richtig Hacke. 6 Stunden Prozess in dieser scheiß Wache um Mitternacht, komme ich da raus und dachte mir so, nee, das kratzt so an meinem Ego jetzt. Ich gehe da zum selben Schild und klaue das exakt selbe Schild nochmal. Wurde halt nicht erwischt beim zweiten Mal. Ich wüsste, was sagen deine Eltern dazu, dass du so ein scheiß Schild in deinem Zimmer stehen hast? Was wollen die dazu sagen? Das ist ja meine Wohnung hier unten. Wie alt bist du? 18. So, Bruder, ich dachte, du bist 13. Na gut, nicht 13, aber. Nee. Was machst du beruflich, Bruder? Ich bin Krankenpfleger. Krankenpfleger? Strong, Junge. Sieht man nicht. Geil, oder? Ich bin so ein richtiges Vorbild für alle. Junge, ey, Bruder. Ich kam jetzt ein bisschen unerwartet so, aber ja, okay, why not? Schaut da einfach Straßenschilder, Digga. Ja, ich habe noch ein Vorfahrtsschild da hinten irgendwo vergraben. Ein Vorfahrtsschild. Jetzt aber stelle ich die Fragen. Streamst du? Nein. Oh. Nein. Noch eine Frage? Wie alt bist du? 23 und du? Hat mir die Frage nicht schon, wie alt ich bin? Na, du bist 18, das ist mir schon klar. Warum fragst du mich dann, wie alt ich bin? Die, keine Ahnung, Digga. Du siehst nicht wie 18 aus, Bruder. Absolut nicht. Aber du siehst aus wie 23 oder? Digga, ist das deine Freundin hinten im Bett oder wer ist das, Digga? Da ist keiner im Bett hinten. Hä, unter der Decke, Bruder? Nein, da ist keiner. Ah, schade. Natürlich, Digga, die Decke bewegt sich doch, oder bist du... Nein, meine Freundin kostet 50 Euro die Stunde, Alter. Ja, guck doch, Digga, oder? Ich bin so lustig, Digga, scheiß drauf. Fuck, man, ich geh pennen, es ist spät. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr coole Menschen seid. Dann wird euch der Weihnachtsmann beschenken, voller Reichtum und ohne Streitigkeit. Ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne gute Nacht. Inshallah, eines Tages später, hier auf einer Yacht.